Mein Name ist Anne Borcherding. Ich habe meinen Master in Informatik in Karlsruhe am KIT gemacht und arbeite jetzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer IUSB. Mein Name ist Steffen Frang. Ich bin gebürtiger Karlsruher, habe am KIT Informatik studiert und arbeite am Fraunhofer IUSB in der Karlsruher Oststadt in der Gruppe Industrielle Cybersicherheit. Ein großer Vorteil der Technologieregion Karlsruhe ist auf jeden Fall das KIT und die Nähe zu uns, weil wir dort viele engagierte Studenten treffen können, die unsere Themen mit uns gemeinsam vorantreiben. Außerdem hat Karlsruhe eine riesengroße Cybersecurity-Community, wo wir uns gemeinsam für das Thema Cybersecurity stark machen können und das Thema voranbringen können. Neo an ISO-Test ist, dass wir Schwachstellen von Automatisierungskomponenten möglichst schnell finden, damit diese Schwachstellen möglichst schnell auch wieder repariert werden können und Angreifer sie nicht weiter ausnutzen können. Mit unserer Lösung können Sie Ihr Gerät, Ihre Maschine automatisiert testen und bekommen Menschen lesbar angezeigt, an welchen Stellen Probleme auftreten, aber auf der anderen Seite auch so entwicklerverständlich, dass es gepatcht werden kann von den Anwendungsentwicklern, die für die Schwachstelle, die gefunden wurde, verantwortlich sind. Unsere Innovation verbessert die Cybersicherheit auf Komponentenebene. Hersteller können ihre einzelnen Geräte sicherer machen und je mehr sichere Geräte man in den Anlagen hat, desto weniger Schwachstellen gibt es, die durch Angreifer ausgenutzt werden können und die gesamte Anlage zum Stillstand bringen können. Mein erster Kontakt mit ISO-Test war während meiner Masterarbeit und zwar habe ich da angefangen, verschiedene Web-Server-Security-Scanner in ISO-Test einzubinden, sodass wir eben die Ergebnisse aus der aktuellen Forschung in ISO-Test einbringen können, um ISO-Test zu verbessern, dadurch die Schwachstellen besser finden zu können. Mein persönlicher Beitrag zu ISO-Test fängt in der Entwicklung der ersten Ideen an, als wir mehrere Prototypen gebaut haben, um Security-Testing für Automatisierungsgeräte auszuprobieren. ISO-Test hat zum einen die Bedeutung, für Karlsruhe, dass ISO-Test hier lokal vor Ort bei den Unternehmen eingesetzt wird und so die Cybersicherheit von unseren lokalen Unternehmen verbessert. Zum anderen ist ISO-Test auch ein Aushängeschild für die Region Karlsruhe, weil ISO-Test auch überregional eingesetzt wird. In 5 Jahren wird sich ISO-Test etabliert haben. Es ist Standard, dass man Geräte auf Schwachstellen automatisiert überprüft und damit viele, viele Sicherheitslücken schließt, die gar nicht mehr durch Angreifer ausgenutzt werden können.